Wild Rift Katarina Counter. Was geht ab, Wild Rift Spieler? Heute erkläre ich euch, wie ihr Katarina in Wild Rift countern könnt zum Patch 2.1. Warum ist das so wichtig? Naja, als Katar neu rauskam, die erste Woche, wurde sie häufig besiegt in der Laning Phase. Man könnte es als Inting fast bezeichnen. Ein paar Wochen später wurde sie aber sehr stark, weil die Leute begriffen haben, okay, bei Katarina geht es darum, um die Map zu roamen, vor allem Botlane Kills zu holen. Und wenn du dann erstmal ein paar Kills geholt hast, holst du dann das nächste Mal natürlich noch einfacher welche. Und so snowballst du einfach sehr hart und kannst das Game alleine carryen. Und da denken sich viele Leute, hey, das will ich nicht, wenn Katar mein Gegner ist. Wie kann ich diese Strategie countern? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, die sehr gut funktionieren. Das erste ist, du besiegst sie hart in der Laning Phase. Da erkläre ich dir gleich, welche Champions dafür gut geeignet sind. Zweitens ist, du nimmst einen Champion, der genauso schnell roamen kann wie sie auch. Ich finde die erste Strategie effizienter. Die zweite würde theoretisch auch gehen, ja. Also bleib gerne dran, wenn du dich für beide interessierst. Also fangen wir an mit Lane besiegen. Wer macht das? Zed. Zed vor allem, Fizz auch sehr gut, Yasuo, wenn du gut bist, aber vor allem Zed und Fizz, also auch wenn du gut mit denen spielen kannst, sind die besten Lane-Counter von Katarina, einfach weil du sie im 1 gegen 1 die ganze Zeit fertig machst. Also mit Fizz musst du halt die Ult treffen, dann gewinnst du das 1 gegen 1. Mit Zed, also mit Zed ist es am einfachsten, würde ich sagen, die Ult ist ja automatisch getroffen. Du musst dann halt trotzdem noch den Schaden natürlich landen danach und dann puff. Fertig, ja, mit Ignite natürlich und wobei Annie würde auch gehen, wenn du gut mit Annie bist, die Ultimate QW-Kombo mit Ignite müsste Kata auch erledigen, das würde auch funktionieren, aber ich würde eher Zed Fizz nehmen und Yasuo, wenn du gut bist, weil Yasuo ist wirklich so ein Skill-Matchup, Yasuo, Katarina, da sagen die einen, Katarina ist vorne. Die anderen sagen, Yasuo ist vorne. Ich finde, wenn du Yasuo richtig spielst, dann kannst du Katar eigentlich auch gut fertig machen. So, also das ist die, wie ich finde, beste Strategie, weil in der Laning Phase ist Katarina nicht gut. Das ist ihre Schwäche. Katarina ist gut beim Roamen und Kills holen, meistens Botlane, ja. Wenn du das unterbindest, indem du sie einfach die ganze Zeit im 1 gegen 1 erledigst, sie unter dem Tower bleiben muss, dann irgendwann, ja, dann kann sie nicht roamen und du gewinnst. So, zweite Variante, vielleicht magst du diese Champions nicht und sagst, also ich gehe jetzt von Katar Midlane aus, weil da wird sie meistens gespielt. Manchmal auch Top, ganz klar. Aber da kannst du eigentlich, ne, Top ist ein bisschen anders, muss man sagen. Da sage ich vielleicht auch noch ein paar Wörter gleich dazu. Aber erstmal so die, ihr Folgentechnik. So, das geht mit Ahri, Corki und Aurelion Sol. Das sind die besten, schnellsten Midlaner, die einfach ihr folgen können. Ja, wenn sie jetzt Botlane geht, dann gehst du halt mit, versuchst so irgendwie diesen Roam zu unterbinden. Ja, aber ich finde diese Lane-Zerstör-Strategie besser mit Fizz, Zed vor allem, ja. Annie, Yasuo, wenn du die gut spielen kannst. Das sind so die besseren Counter. Ansonsten kannst du ihr halt folgen mit Ahri, Corki und Aurelion Sol, weil die halt auch sehr schnell sind. Und ja, kannst eben so, wenn sie einen risky Bot-Roam macht, das gewinnen. Ja, so gehen wir jetzt mal von... Also Katar Jungle hatte ich bisher noch gar nicht, deswegen lasse ich das mal aus. Aber könnte natürlich auch ein Ding sein, ne? Top Lane ist es so, da würde ich tatsächlich anders spielen. Da würde ich gegen sie vor allem Nasus sehen, weil Nasus macht sie im 1 gegen 1, wenn sie keine Kills hat durch Roam oder so, absolut fertig, ja? Und du kannst dich halt hochfarmen, ja? Langsam mal sicher. Nasus ist generell ziemlich stark, ist mir aufgefallen. Große Empfehlung meinerseits. Vor allem auch der E-Max. Wenn ihr gegen Teemo spielt als Nasus, kleiner Tipp, macht E-Max, dann könnt ihr ihn mal reinpushen und trotzdem Last Hits bekommen. Ihr stackt halt das Q nicht, aber das ist dann gar nicht so wichtig, weil ihr das 1 gegen 1 mit Teemo so halt gewinnen könnt. Ja, das nochmal als Tipp für Nasus. Aber Toplane würde ich vor allem Nasus gegen sie nehmen, ansonsten Garen, Darius könnten auch funktionieren, weil du das 1 gegen 1 halt gewinnen solltest im Idealfall. Es sei denn, sie hat Gank-Unterstützung oder so, aber in der Regel, im Regelfall solltest du sie so besiegen und die sind eh besser auf der Toplane. Darius, Garen, Nasus, vielleicht kennen, wenn du gut mit ihm bist. Ja. So, das sind ein paar Tipps, die dir vielleicht dabei helfen, gegen Katarina besser zu spielen. Schreib gerne in die Kommentare, ob es dir weitergeholfen hat, ob du noch andere Counter-Wünsche hast. Vielleicht können wir da auch noch drüber reden. Danke für deine Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Riot Rift Zocken. Alles Gute. Ciao.